Hallo Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge Pokémon Infinite Fusion. Ja, das Spiel hat euch anscheinend Spaß gemacht, mir hat es sowieso Spaß gemacht. Also, was heißt das? Wir spielen weiter. Ich würde sagen, ja, schauen wir mal, wo wir das letzte Mal stehen geblieben Genau, sind. wir sind hier in Vertania City. Wir haben Nidoki, Pit, Tata und Nerfi. Und ich würde sagen, ja, gehen wir doch einfach mal weiter. Was ist unser nächstes Ziel eigentlich? Der Vertania-Wald, genau. Achso, den Typen gibt es auch noch. Hi, du! Hä? Warum lässt du mich nicht durch? Ein alter Mann liegt auf der Straße. Anscheinend ist er sehr betrunken. Alles klar. Warum lässt du mich nicht durch? Geh auf, Opa, du bist betrunken! Das ist alles sehr peinlich. Es tut mir sehr leid, dass mein Großvater ohnmächtig und betrunken auf der Straße liegt. Ich versuche mein Bestes, um ihn wieder. Ja, und warum lässt er uns jetzt nicht vorbei? Alles klar, Leute, alles klar. Ich habe doch meinen Pokédex schon, oder? Gut. Wahrscheinlich müssen wir erst diesen Rivalenkampf machen. Okay, Leute, okay, Wieso Leute. müssen wir jetzt eigentlich da lang? Ich habe keine Ahnung, aber wir machen es jetzt einfach mal. Wer bist du? Muss ich gegen dich auch kämpfen? Hey, gehst du zur Pokémon-Liga? Anscheinend, Leute, anscheinend gehen wir zur Pokémon-Liga. Okay. Jungster Mustafa. Okay. Sind auch. Warte. Alter, warum kann ich nicht so eine epische Fusion haben? Okay, ist egal. Wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach. Und wir setzen Kratzer ein. Easy, Leute, easy. Wieso kann Ratzfratz Nidoran Schnabel? Warum? Was soll das? Okay, Leute, nicht drüber nachdenken. 39. Der hat noch ein Pokémon. Der hat noch ein Pokémon. Raupinidoran Ratzfatz. Oder so ähnlich. Ist mir jetzt egal, wir machen das. Wir machen das, Leute. Easy. Ich glaube an Nidoki. Ich mag das Monster zwar immer noch nicht. Pokémon, das ist ein Monster, Leute. Das ist ein böses Monster, so. Danke. Wir haben Mustafa besiegt. Nicht schlecht für einen Beginner, weil du so viel besser bist. Okay. Easy Leute, easy Leute. Jetzt müsste hier der Rivale kommen. Hey Gil, gehst du zur Pokémon-Liga? Natürlich mache ich das, natürlich. Vergiss es, du hast bestimmt noch keinen einzigen Orden. Die Wache lässt dich. Okay Leute, jedes Mal regt der sich drüber auf, dass wir keinen einzigen Orden haben, aber er ist kein Stück besser. Nebenbei, wie geht es deinen Pokémon? Sind sie stärker? Das gilt es jetzt herauszufinden, Leute. Ich gegen meine Rivalen. Gucken wir mal, was so passieren wird. Rivale möchte kämpfen. Rivale ist jetzt Taubsi. Taubsi kann keine Flugattacken, oder? Oder kann es mittlerweile Windstoß? Dann hätten wir ein großes Problem. Dann hätten wir ein sehr großes Problem. Setzen wir mal. Es kann eine. Ach nee, Leute. Tackle, tackle. Okay. Okay. Gut, Nervi. Nervi muss regeln. Du setzt jetzt mal Egelsamen ein. Schön ruhig bleiben, Leute. Wir haben noch lange nicht verloren. Egelsamen regelt. Egelsamen regelt sowas von. Okay. Und Tackle. Ja, sollten Tränke. Okay. Also ich sollte den Kampf verloren haben, theoretisch. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich meine Pokémon etwas trainiert habe und wir eine Chance gegen ihn haben. So, ich kaufe mir mal nebenbei nochmal zwei so Dinger hier, ja. Falls ich. Was? Ach, habe ich mir gekauft. Und dann kaufe ich mir mal noch ein paar Pokébälle, ja. Und drei Tränke. Kann man immer gebrauchen, Leute, kann man immer gebrauchen. Aber jetzt geht's ab zum Training. Okay, Habitag easy. Sollen wir uns einen Habitag fangen? Ja, wir fangen uns einen Habitag, Leute. Wir fangen uns einen Habitag. Eins, zwei, drei. Easy, Leute, wir haben Habitag. Wir haben Habitag. Okay, sollen wir uns Nidoran auffangen?
Also ich wäre fast dafür, dass wir uns Nido dann auch fangen, Leute. Denn, ja, warum nicht? Dann, fusionieren wir es einfach. Ja, komm, wir fusionieren das. Nidoran und Habitak. Ja, easy. Okay, das wollte ich nochmal ausprobieren, ob man ein bereits fusioniertes Pokémon nochmal weiter fusionieren kann. Das wäre episch gewesen, aber diese Fusion wird bestimmt auch episch, Leute. Okay, los geht's. Ich bin mal gespannt, was das ergibt. Und bitte, 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 bitte. Sei episch, bitte sei episch. Warum krieg ich immer diese merkwürdigen Monster? Okay, 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 okay. Okay, Leute, ich habe mir jetzt ein zweites Habitat gefangen. Wisst ihr wieso? Ja, wisst ihr wieso? Das sind zwar, habe ich gesehen, dass dieser Typ hier ein Habitat gegen ein Knofenser tauschen will. Und das machen wir jetzt doch einfach. Ja, kein Problem. Lass uns anfangen. Okay, wir machen jetzt unseren ersten Pokémon-Tausch. Ja, Leute. So, B, das kann jetzt keine nice Attacken. Belly von Fred. Okay, ja, danke. Welches Level ist das? Zack. Gucken wir mal. Hallo? Ja, nein, nein, ich will nicht mit dir reden. Ja, okay, okay, okay. Zack, zack. Level 5. Okay, 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 okay. Versuch Nummer 2. Meine Pokémon sind ein bisschen stärker. Ich hoffe, diesmal reicht's, Leute. Hey, hier, ja, bla bla bla, den Text kennen wir, den haben wir gerade gehört. Bitte, Leute, drückt mir die Daumen, dass es diesmal reicht. Einen dritten Versuch habe ich keine Lust dazu. Gut, diesmal fangen wir mit Petata an. Ja. Andere Strategie, Leute. Andere Strategie. Diesmal habe ich keinen Typen-Nachteil. Holen wir den Trank raus, Leute, ja. Das könnte ein bisschen helfen, ein paar Tränke. Natürlich zieht das jetzt auf einmal 11 KP ab. Okay, okay, okay. Kein Problem, Leute, kein Problem. Mein Nidoki ist ein bisschen stärker geworden. Es hat Doppelkick gelernt. Und das sollte dich jetzt eigentlich besiegen. Danke. Einmal, einmal. Das war nämlich das Problem. Sein zweites Pokémon ist überhaupt kein Problem. Squirtmander, ja, sollten wir eigentlich easy wegbekommen. Zack, zack. Okay, Versuch 2.0 hat easy hingehauen, Leute. Okay, wir haben den Rivalen besiegt. Ja, Anfängerglück. Danke, danke. Ich habe hart dafür trainiert. Aber was auch immer, das war nur Glück. Wenigstens, ja, ja. Geh weiter, lass mich in Ruhe. Ja, ich riech dich auch später. Tschüss. Als ich wegteleportiert, ist mir egal. So, wir gehen jetzt einfach hier weiter. Nidoki, hau das mal weg, das Vieh. Danke. Schaffst du Level 11 dadurch? Nein. Ist mir jetzt egal. So, denn wir müssen jetzt da reinschauen. Ups, sorry. Hab dich fast aus dem Weg geschubst. Mein Name ist Burg. Ja, das ist der Rocco. Er kennt ihn. Ich bin der offizielle Pokémon-Leiter von Pewter City. Wie heißt Pewter City nochmal? Mamoria City. Nicht so weit weg von hier. Willst du in die Pokémon-Liga? Du bist ein neuer Trainer, also lass mich dir erklären, wie das funktioniert. Du musst alle Orden sammeln, damit du stärker wirst. Und dann kannst du irgendwann die 8 Arena-Leiter besiegen und blablabla, bla bla, dann kannst du da rein. Ich bin einer dieser Arena-Leiter. Da ich in der ersten Arena bin, musst du als erstes mich herausfordern und dann geht's weiter. Geh doch einfach durch den Vertania-Wald. Dann kannst du mich herausfordern und blablabla, bla, ja? Okay. Gute Zusammenfassung, Leute. Okay. Ich habe irgendeine Bärde gefunden. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ist unser nächstes Ziel nach einem kleinen Zwischenstopp im Pokémon Center der Vertania-Wald. Wir sehen uns gleich. Welche Pilze sammeln? Ich kann Pilze sammeln. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir suchen, wir schauen uns jetzt nicht alles an, was es hier gibt, denn mein Ziel für heute ist es noch, gegen Rocco zu kämpfen. Ein Pokéball gefunden. Ist okay. Kann ich hier auch irgendwas finden? Da ist nichts hin auf der Seite. Okay, ist egal. Wir kämpfen jetzt noch gegen ein paar Trainer. Oder soll ich direkt zu Rocco gehen? Wir kämpfen noch gegen ein paar Trainer. Hallo, schau dir meine Käfer-Pokémon an. Okay, Käfer-Pokémon-Trainer. Schau, zeig mir, was du so hast. Da haben wir ihn doch auch schon besiegt. Und... okay, was gibt es denn alles in diesem Wald, Leute? Oh, ein Doppel-Pokémon-Kampf. Habe ich schon erwähnt, dass es das in diesem Spiel gibt? Ihr wisst jetzt, dass es Doppel-Pokémon-Kämpfe in diesem Spiel gibt. Okay, ich würde sagen, wir besiegen als erstes mal das Kokuna hier. Ja, wir besiegen jetzt erstmal das Kokuna hier.
Komm, 3 Treffer, Minimum. Nice. Denn dann würde ich mir gerne dieses Hornliu fangen. Pokéball. Komm, Hornliu. Denn fast das so ist wie den normalen Pokémon spielen, kann man keinen Pokéball werfen, wenn mehrere Pokémon im Kampf beteiligt sind. Und wir haben ein Hornliu. Das haarige Käfer. Ja, das alles klar. Ist okay, Leute, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Oh! Käfer-Pokémon sind toll, lass mich schauen, was sie so können. Okay. Ein Wiki. Der Name ist nice, Leute. Der Name ist echt nice. Okay, das haben wir easy besiegt, Leute. Easy schaffen wir das. Fadenschuss. Juckt mich nicht, Leute. Easy machen wir das. Auf Ansage. Danke. Level 9. Kette, was? Nein. Was hast du getan, Spiel? Was hast du getan? Was hab ich getan? Okay, das ist super effizient. Kann ich jetzt mal gewonnen haben und aus diesem Wald raus? Danke. Okay, Leute, ich würde sagen, da wir es durch den Wald geschafft haben, wie wäre es mit noch einem kleinen Arena-Kampf als Episodenabschluss? Ja, da seid ihr doch dafür. Da seid ihr dafür. Wo ist die Arena? Ist das hier die Arena? Ich glaube schon. Mal gucken, ob wir es schaffen, den ersten Orden zu bekommen. Auf einen Versuch, nicht so wie gegen den Rivalen. Und 3, 2, 1, los! Ich bin Rocco, der... Hast du mir schon erzählt? Stein hat die Verteidigung, bla bla bla. Stein-Pokémon. Verdammt, ich habe nicht ausgetauscht. Okay. Schaffen wir, Leute. Easy, wir schaffen das. Was, zwei Pokémon? Alles klar, ich darf nur zwei Pokémon für diesen Kampf einsetzen. Okay, dann fangen wir mit, ja, das sind sehr lustige Regeln auf jeden Fall. Ich setze Knofenser und Nervi ein. Okay. Los geht's, Leute. Oh, ich bin gespannt, was er einsetzt. Okay, Pokémon Arena Leiter Rocco setzt. Was zum Teufel ist das? Nein, wie unfair ist das denn, Leute? Okay. Wie unfair ist das denn? Okay. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Okay, ich habe keine Chance gegen Rocco. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die heutige Folge. Und ja, wie gesagt, vielleicht spielen wir das Ganze nochmal weiter. Ich würde schon sagen, dass wir noch einen dritten Part irgendwann bringen. Rocco muss ich auf jeden Fall noch besiegen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.